Die größten Technikkatastrophen. Versagt die Technik oder der Mensch? Was lehren uns die schlimmsten Unfälle? Ist der rasante Fortschritt noch beherrschbar? Wer sind die Opfer? Wer die Helden? Die größten Technikkatastrophen. Seit über 100 Jahren liegt auf dem Grund des Atlantiks das wohl berühmteste Schiffswrack der Welt, die Titanic. Ein Eisberg wurde ihr zum Schicksal. Über 1500 Menschen riss sie mit in die Tiefe. Bis heute gilt ihr Untergang als eines der größten Schiffsunglücke der Geschichte. 10. April 1912. Die Titanic bricht zur Jungfernfahrt nach Amerika auf. Damals ist sie das größte Schiff der Welt. An Bord über 2200 Menschen. Unter ihnen das Who is Who des frühen 20. Jahrhunderts. Für Zeitgenossen ist der Luxusliner von einem besonderen Mythos umgeben. Die damalige Vorstellung war, dass die Titanic unsinkbar sei. Sie wurde gebaut, um die Natur und damit Gott zu übertreffen. Das Kommando über die angeblich Unsinkbare hat Kapitän Edward John Smith. Für den erfahrenen Schiffsführer soll die Atlantikfahrt der Titanic Höhepunkt seiner Karriere sein. Der Gigant aus 53.000 Tonnen Stahl nimmt Kurs auf New York. Zunächst verläuft die Reise völlig reibungslos. Die Passagiere der ersten Klasse lassen sich verwöhnen in eleganten Speisesälen und auf dem Promenadendeck. Dann werden Eisberge auf der Route gemeldet. Bei den Funkern der Titanic gehen mehrere Warnungen ein. Doch die Maschinen werden nicht gedrosselt. Kapitän Smith lässt sie weiter volle Kraft gen Westen laufen. Setzt er auf Risiko, weil er das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung erringen will? Oder hält auch der Kapitän die Titanic für unsinkbar? Der Schiffskörper ist eine neuartige Konstruktion. Trennwände sollen verhindern, dass ein Wassereinbruch das gesamte Schiff flutet. Wiegt die neue Technik Kapitän Smith in falscher Sicherheit? Um das blaue Band kann es ihm nicht gegangen sein, denn der Luxusliner ist nicht auf Rekorde ausgelegt. In der Schicksalsnacht des 14. April fehlt es auch an Suchscheinwerfern. Mit bloßem Auge erkennt der Ausguck die drohende Gefahr. Zu spät. Alle Maschinen stoppen! Alle Maschinen stoppen! Der Stahlkoloss ist nicht dafür geschaffen, schnell seinen Kurs zu ändern. Es kommt zur Kollision. Die Ventile öffnen! Über 6000 Liter Wasser pro Sekunde strömen in das Schiff. Der Eisberg schlitzt die Titanic längsseits auf. Auch wenn sich die Kammern schließen, große Teile des Schiffes werden geflutet. Zu lang ist der Riss. Als mein Vater erfuhr, was passiert war, sagte er zu meiner Mutter: Hol die Kinder schnell aus dem Bett und bring sie an Deck. Die nächste Katastrophe. Nicht an Luxus, aber an Rettungsbooten hat die Reederei gespart. Die Evakuierung der Passagiere wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Nur den Heizern ist es zu verdanken, dass die Stromversorgung während der Rettungsmaßnahmen aufrechterhalten wird. Ein Einsatz, den fast alle von ihnen mit dem Leben bezahlen. Die Titanic sinkt in knapp 3 Stunden und wird zum Grab für über 1500 Menschen. Nur rund 700 können gerettet werden. Andere Schiffsunglücke der Geschichte haben mehr Todesopfer gefordert. Doch der Mythos der Unsinkbarkeit und die Aura von Luxus machten die Titanic zum historischen Symbol eines trügerischen Technikglaubens. Thank you.
Am 28. Januar 1986 zerplatzt ein amerikanischer Traum. Das Space Shuttle Challenger explodiert wenige Sekunden nach dem Start. Vor den Augen der Welt verlieren alle Besatzungsmitglieder ihr Leben. Der Absturz der Challenger gilt als die größte Raumfahrtkatastrophe aller Zeiten. Die Welt sah, dass wir an diesem Tag Astronauten verloren hatten. Aber wir verloren viel mehr. Wir verloren unsere Ehemänner und Frauen, Söhne und Töchter, Mütter und Väter. Sie waren viel mehr als Astronauten. Neben 6 Berufsastronauten wurde auch sie in den Tod gerissen. Die Grundschullehrerin Krista McAuliffe. Durch sie sollte der Shuttle-Flug zu einer ganz besonderen Mission werden. Die erste Lehrerin, die aus dem Weltall unterrichtet. In nur 6 Monaten bildete die NASA McAuliffe zur Astronautin aus. Krista war immer sehr abenteuerlustig und sie wollte Neues ausprobieren. Sie glaubte, dass das Weltall uns viel lehren kann. Sie wollte die Kinder dafür begeistern. Und als Lehrerin dachte sie, das sei ein toller Weg dazu. Filmaufnahmen der US-Raumfahrtbehörde, die glauben lassen, ein Shuttleflug ins All sei Routine, wie eine Reise mit dem Flugzeug. Man hatte durch die 2 Dutzend erfolgreiche Flüge des Shuttles in der Öffentlichkeit den Eindruck gewonnen, dass die Raumfahrt ein Kinderspiel ist. Doch bei den Vorbereitungen für den 25. Flug eines US-Space-Shuttles häufen sich technische Probleme. Der Countdown zum Start der Challenger wird mehrmals abgebrochen. Einige Verantwortliche wollen sogar noch weitergehen. Ich wollte den Start aufhalten wegen des kalten Wetters. Schließlich war ich verantwortlich für die Dichtung der Raketen. Trotz aller Warnungen, der Countdown läuft. Andere Ingenieure hatten den Start empfohlen, wohl aus Prestigegründen. War die Tragödie also vermeidbar? Am 28. Januar 1986 ist die Startrampe stark vereist. Dichtungsringe am Shuttle sind durch die Kälte porös geworden. Noch 1:13 bis zur Katastrophe. An den defekten Dichtungen treten heiße Gase aus. Noch 13 Sekunden bis zur Explosion. Ein Luftstrom erfasst das Shuttle. Eine Dichtung bricht. Aus einer Treibrakete schlagen Flammen, brennen sich durch den Tank. Flüssiger Wasser und Sauerstoff entweichen. Rund 2 Millionen Liter Treibstoff explodieren. So wird ein einzelner Dichtungsring, ein Bauteil für nur wenige Cent, zum Auslöser der Katastrophe. Dem Erfolgsdruck und den Sparmaßnahmen fiel die Sicherheit der Astronauten zum Opfer. Das Shuttle-Programm der NASA pausiert für 2 Jahre. Nach dem Absturz der Columbia, 27 Jahre später, werden alle Shuttle-Missionen beendet. Die USA hatten ihre Führungsrolle in der bemannten Raumfahrt behaupten wollen. Doch am Ende war der Preis zu hoch. Bilder, die in Erinnerung bleiben. Im Jahr 1998 zerschellt der ICE Wilhelm Röntgen bei Eschede in Norddeutschland. Über 100 Menschen sterben. Es ist eines der schwersten Zugunglücke der Geschichte. Den Rettern bietet sich ein Bild unbeschreiblichen Grauens. Bei Tempo 200 war der Schnellzug entgleist. Dass diese Katastrophe überhaupt jemand überleben konnte, erscheint wie ein Wunder. Ich hatte das Gefühl, ich liege auf jemanden drauf. War nur so halb bei Bewusstsein, hatte den ganzen Mund voll Glasscherben, konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und habe jetzt nur gedacht, jetzt nicht bewusstlos werden und warten, bis jemand kommt. Die Ursache des Unglücks ist zunächst unklar. ICE-Züge galten bis dahin als sicher. Was war auf der Strecke geschehen?
Am Morgen des 3. Juni 1998 verlässt der ICE München. Um 12 Uhr soll er Hamburg erreichen. Doch nahe Eschede entgleist der Zug. Die Helden dieser Stunden, über 3000 Helfer. Notärzte, Feuerwehrmänner und Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen können über 190 Passagiere aus den Trümmern retten. Viele davon sind schwer verletzt. Das Ausmaß des Schreckens bringt selbst erfahrene Retter an ihre Grenzen. Allen, die dort vor Ort waren, geht vieles durch den Kopf. Sie werden also eine ganze Weile damit zu tun haben, das aufzuarbeiten. Ja. Man kann während des Einsatzes, während man arbeitet, nicht über die Schicksale nachdenken. Warum aber ist der Zug entgleist? Durch die hohe Geschwindigkeit wirken auf alle Teile eines ICE gewaltige Kräfte. Besonders auf die Räder, sie verschleißen schnell. Für diese Schwachstelle hat die Bahn damals eine Lösung gesucht, die Kosten einsparen soll. Die ICEs fahren nicht mehr auf massiven Rädern aus einem Guss, sondern auf Radreifen, einem auf ein Innenrad gepressten Stahlring. Bei Verschleiß muss man nur den Ring austauschen, nicht das ganze Rad. 3. Juni 1998. Auf der Unglücksfahrt bricht am ersten Wagen ein solcher Radreifen, verkeilt sich im Fahrgestell. Als ein Riesenknall. Ich möchte fast gleich setzen, weil es auch eine ähnliche Explosion. Da gab es plötzlich einen doch erheblichen Ruck, der durch den ganzen Zug ging. Zunächst fährt der ICE weiter, bis der gebrochene Radring an einer Weiche hängen bleibt. Der erste Wagen wird aus dem Gleis gehebelt. Dann fing auch der Wagen an zu wanken. Und das war der Moment, wo mir ganz klar war, das war doch nicht harmlos, was da vorher passiert war. Dieser Zug würde entgleisen. Die nachfolgenden Wagen rammen eine Straßenbrücke. Die ersten Retter sind innerhalb weniger Minuten am Einsatzort. Was dort an der Unfallstelle in Eschede uns bot, das war überhaupt nicht mit Worten beschreibbar. Ich möchte sagen, mir hat es also zunächst die Sprache verschlagen. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Es war das absolute Chaos. Erst kurz zuvor hatten Techniker im Auftrag der Deutschen Bahn den Unglücks-ICE routinemäßig geprüft und eine Freigabe erteilt. Auch spätere Tests und ein Gerichtsverfahren können nicht eindeutig klären, ob die Bruchgefahr der Radreifen hätte erkannt werden müssen. Hat die Deutsche Bahn Lehren aus der Katastrophe von Eschede gezogen? Nach dem Unglück wird in mehr Sicherheit investiert, auch in ICE-Räder aus einem Guss. Eschede gilt bis heute als Mahnung, im Zweifel die sicherste und am besten zu beherrschende Technik zu wählen, auch wenn die Kosten zunächst höher liegen. Im Jahr 1986 gerät ein Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion außer Kontrolle. Bei keinem anderen Atomunfall wurde mehr Radioaktivität freigesetzt. So ist Tschernobyl bis heute die größte Nuklearkatastrophe aller Zeiten. In diese radioaktive Hölle schickte man Helfer mit Spezialanzügen, die nicht wirklich vor der Strahlung schützten. Wie konnte es zum atomaren GAU kommen? In einem Kernreaktor setzen kontrollierte Nuklearreaktionen Wärme frei, mit der wiederum Energie gewonnen wird. Sicherheitsmechanismen sollen die Kernreaktion kontrollieren. 26. April 1986. Das Unglück beginnt mit einem Sicherheitstest. Ein Ingenieursteam versetzt den Reaktor in einen instabilen Zustand, nur um ihn zu prüfen. Das Team ist unerfahren. Durch ein Missverständnis wird das System zur Notabschaltung zerstört. Zunächst bemerkt niemand, dass der Atomreaktor außer Kontrolle gerät. Ah,
Die Leistung des Reaktors sank ab wie in jeder Nacht. Von einem Sicherheitstest wusste ich nichts. Ich habe in jener Nacht meine Arbeit wie immer gemacht. Alles schien normal. Um 1.23 Uhr morgens läuft der Reaktor heiß. Der Versuchsleiter drückt die Notabschaltung, doch vergebens. Die nukleare Reaktion wird immer heftiger. Es kommt zum atomaren Gau. Der Reaktor explodiert. Im Innern befindet sich Graphit. Das entzündet sich, erzeugt eine riesige Rauchwolke. So gelangen gewaltige Mengen radioaktiven Urans in die Atmosphäre. Rund 60 Tonnen Uran verteilen sich über die Welt. 1000 Mal mehr als bei der Hiroshima-Bombe von 1945. In der Umgebung des Kernkraftwerks kommen Militär und Polizei zum Einsatz. Ganze Orte werden evakuiert. Rund 340.000 Menschen verlieren ihre Heimat und vieles, das sie besaßen. Der Raum um Tschernobyl wird zur verseuchten Todeszone und zum Schauplatz menschlicher Tragödien. Was kann man schon mitnehmen in einem Koffer? Ein kleiner Koffer und drei Kinder. Ich habe Sachen für die Kinder hineingetan. Ich selbst bin in Kittel und Schlappen gegangen, so wie ich war. Sie müssen ihr Leben aufs Spiel setzen. Die Räumarbeiter, sogenannte Liquidatoren. Sie sorgen dafür, dass nicht noch mehr radioaktives Material in die Atmosphäre gelangt. Niemand von uns war scharf darauf, das zu tun. Aber es war unser Beruf. Und wir wussten, uns bleibt nichts anderes übrig. Für viele der Helden von Tschernobyl ist die Strahlendosis tödlich. Zehntausende von Menschen haben an den Folgen zu leiden. Bei dem zweiten großen Reaktorunfall, dem Unglück im japanischen Fukushima, blieb die Kernschmelze aus. Weit weniger Radioaktivität wird freigesetzt. Bis heute ist Tschernobyl das Symbol für die Risiken der Atomkraft. Was hier im Oktober 2010 in Chile gefeiert wird, ist der glückliche Ausgang eines Grubenunglücks, dessen Bilder um die Welt gingen. Das Wunder von San José. Es beginnt am 5. August 2010. Ein Erdbeben erschüttert die Region. 33 Kumpel sind auf Schicht im Bergwerk von San José und sitzen in der Falle. Diese Mine besteht aus einem Tunnelsystem. Die ersten verlaufen zickzackförmig nach unten. In den Stollen dringt eine gewaltige Steinlawine. In dem Moment dachte ich, das ist das Ende. Über der Erde beginnt eine Suchaktion, die von Medien aus aller Welt begleitet wird. Immer mehr Angehörige versammeln sich am Unglücksort. Gibt es Überlebende? Genügt die vorhandene Technik, um die vermissten Bergleute zu retten? Etwa 700 Meter tief unter der Erde bangen 33 Kumpel um ihr Leben. Sie erreichen einen Notaufstieg, Hoffnung keimt auf. Doch man hatte versäumt, eine Rettungsleiter zu installieren. Die verschütteten Bergmänner ziehen sich zurück. In einen speziellen Schutzraum. Sie müssen damit rechnen, hier lange auszuharren. Als Essensreserven knapp werden und die Moral sinkt, appelliert Bergmann Mario Gomez an den Überlebenswillen der anderen. Man spürt nur die Leere im Magen, sonst nichts. Und wenn man nichts zu essen hat, muss man es eben aushalten. Mehrere Suchbohrungen schlagen fehl. Am Tag 17 nach dem Unglück kommt wieder eine Bohrsonde aus der Tiefe. An ihr hängt ein kleiner Zettel, ein Lebenszeichen der 33 Verschütteten. Erste Bergungsversuche schlagen fehl.
Ein Bohrkorb für die Rettungskapsel zerbricht an den Steinmassen. Für die Eingeschlossenen wird das Warten zur Zerreißprobe. Sie filmen sich mit einer Kamera, die mit der Sonde hinuntergebracht wurde. Mario Sepulveda, der jüngste von ihnen, versucht, die angespannte Stimmung zu heben. Tag 69 nach dem Einsturz. Die Bohrung für die Rettungskapsel ist erfolgreich. Wie mit einem Fahrstuhl werden die Bergmänner aus der Tiefe nach oben gezogen, wo ihre Angehörigen seit Wochen ausharren. Ich spürte den Boden nicht. Ich bin einfach nur gelaufen und habe nur sie gesehen. Nach 70 Tagen gelangen alle 33 Verschütteten wieder ans Tageslicht. Ihr Durchhaltewillen und das Können der Bergungsmannschaft wird von der Öffentlichkeit als Wunder von San José gefeiert. Kritische Stimmen zu Sicherheitsmängeln der Grube in der chilenischen Atacama-Wüste geraten dabei in den Hintergrund. Die schlimmsten Grubenunglücke der Welt geschehen meist fern der Kameras in China. Tausende Bergmänner verloren dort ihr Leben. Wie katastrophale Folgen von Sicherheitsmängeln durch unermüdlichen Einsatz mutiger Helfer abgewendet werden können, dafür ist das Wunder von San José ein historisches Beispiel. Die Hindenburg, damals das größte Luftschiff der Welt, im Mai 1937 beim Anflug auf New York. Bei der Landung verbrennt die Hindenburg in einem Flammeninferno. 36 Menschen sterben. Ihr Name steht für das größte Zeppelin-Unglück aller Zeiten. Die Untersuchung der Unfallursache wird erschwert durch die weltpolitische Lage. Ein Zeppelin aus Nazi-Deutschland abgestürzt in den USA. Gerüchte und Verschwörungstheorien machen die Runde. War es ein Blitzschlag, Sabotage oder gar eine Bombe? Zwei Tage vor dem Unglück, 36 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder gehen in Deutschland an Bord. Die Hindenburg ist ein fliegender Luxusliner. Der fantastische Ausblick ist kostspielig. Rund 1.800 Reichsmark kostete das einfache Ticket für den Flug in die USA. Für diese Summe musste ein Arbeiter damals etwa 10 Monate lang arbeiten. Dafür bietet die Hindenburg auf der Überfahrt viele Annehmlichkeiten. Die Konstrukteure aus dem Nazireich mussten leicht entzündlichen Wasserstoff als Trägergas verwenden. Unbrennbares Helium gab es nur in den USA. Die Einfuhr nach Deutschland war wegen eines Handelsembargos verboten. Die NS-Führung wollte die Landung der Hindenburg in New York propagandistisch ausschlachten. Auf dem Flug durchquert der Zeppelin eine Gewitterfront. War dies die Ursache für das Inferno? Noch 14 Minuten bis zur Katastrophe. Kein Mensch, weder ein Besatzungsmitglied noch ein Passagier, ist jemals irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass da was passieren kann. Knapp 11 Minuten vor dem Unglück. Durch ein abruptes Manöver reißt ein Draht in der Verspannung des Zeppelins, verletzt eine innere Gaszelle. Wasserstoff entweicht und bildet mit der Luft ein zündfähiges Gemisch. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, das war ein Riesenknall und eine starke Erschütterung im Schiff. Noch 8 Minuten. Die Landung in New York steht unmittelbar bevor. Ankerleinen werden geworfen. Nass vom Regen können sie Strom leiten. Das Metallgerippe des Zeppelins ist vom Gewitter noch elektrisch geladen. Funken entzünden das Gasgemisch. In wenigen Sekunden brennen 200.000 Kubikmeter Wasserstoff. Menschen, die auf die Passagiere warteten, haben nur geschrien: Mein Gott, schaut auf das Schiff.
burst into flames. Get it started. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. Burning, bursting into flames. Ein Radioreporter berichtet live vom Ort des Unglücks. Augenzeugen können den Anblick nicht vergessen. Es war wirklich schrecklich. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie da überhaupt jemand lebend rauskommen konnte aus den Flammen. Wie durch ein Wunder können sich 62 Menschen aus den Flammen retten. Die NS-Führung ordnet für die verunglückten Deutschen ein Staatsbegräbnis an. Die Hindenburg-Katastrophe beendet auch die Ära der Passagierluftschiffe. Verbleibende Zeppeline dienen nur noch der Selbstdarstellung des Regimes. Das Schicksal der Hindenburg zeigt, wie ein Regime um des Prestiges willen technische Risiken verkennt und damit das Leben von Menschen aufs Spiel setzt. Eine Pflanzenschutzmittelfabrik in Bhopal, Indien. Am 3. Dezember 1984 ereignet sich hier der schlimmste Chemieunfall aller Zeiten. Über 20.000 Menschen sterben, 500.000 werden verletzt. Tödliches Gas überrascht sie im Schlaf. Lange Jahre kämpften Angehörige um Wiedergutmachung. In den Stunden nach dem Unglück ringen Ärzte um das Leben der Menschen, ohne zu wissen, was geschehen ist. Es stellt sich heraus, in einer Fabrik für Pflanzenschutzmittel der US-Firma Union Carbide gab es einen Störfall. Doch wie kam es zur Katastrophe? 3. Dezember 1984. Nach Betriebsschluss sollen einige Arbeiter während der Nachtschicht Rohrleitungen mit Wasser spülen. Einer begeht dabei einen verhängnisvollen Fehler. When an employee doing a washing maintenance. Als ein Angestellter eine Rohrspülung vornahm, war er nicht instruiert worden, dieses Stück Plastik, das kostet vielleicht nur einen halben Euro, zwischen zwei Rohre zu schieben, damit das Wasser nicht in den großen Gastank floss. Der ist voll mit 42 Tonnen MIC, einer ätzenden Substanz, die mit Wasser zu einem giftigen Gas reagiert. Eine Stunde vor der Katastrophe. Die chemische Reaktion im Tank wird heftiger, der Druck wird kritisch. Sicherheitsventile öffnen sich, damit der Tank nicht explodiert. Giftgas schießt durch die Rohre. Jeder wusste, wenn Wasser in diesen Tank gerät, kommt es zu einer exothermischen Reaktion. Und das Ganze ging in die Luft. It blew up. 35 Minuten vor der Katastrophe. Noch gibt es einen zweiten Auffangtank. Hier soll das Gas neutralisiert werden, doch das Sicherheitssystem versagt. Noch 15 Minuten. Das Gas wird in eine Fackel geleitet, um es kontrolliert zu verbrennen. Auch dieses zweite Notsystem funktioniert nicht. Das Gas breitet sich ungehindert aus. In nur 10 Minuten erreicht es die Wohngegenden Bhopals. Der größte Chemieunfall der Geschichte, ausgelöst durch ungeschulte Arbeiter und ein vergessenes Bauteil. Sie sind die stillen Helden der Katastrophe, die Ärzte von Bhopal. Immer noch müssen sie gesundheitliche Spätfolgen des Chemieunfalls bekämpfen, auch in der nächsten Generation. Bis heute sind wir praktisch machtlos. Für viele Schäden haben wir keine Erklärung. Wir können nichts tun, zum Beispiel bei vielen Fällen von plötzlichem Herzversagen. All diese Menschen werden wir noch auf unabsehbare Zeit versorgen müssen. Nahe der Elendsviertel von Bhopal wirkt sie wie ein Mahnmal. Die Ruine der Pestizidfabrik. Noch immer gelangen hochgiftige Chemikalienreste ins Grundwasser. Der US-Konzern weigert sich, sein einstiges Fabrikgelände zu sanieren. Bis heute gehen Menschen der Region auf die Straße, um für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt zu kämpfen. Jemand muss die Verantwortung für Bhopal übernehmen. Das gilt für alle Chemiekonzerne, die ihren Müll im Ausland abladen, weltweit.
An jedem Jahrestag gehen Angehörige der Opfer auf die Straße, um von den Verantwortlichen eine wirkliche Wiedergutmachung zu fordern. Die Menschen hier sind arm und oft ohne Rechtsbeistand. Im Bewusstsein der westlichen Welt ist die Tragödie von Bhopal fast vergessen. Dabei ist es die folgenschwerste Chemiekatastrophe aller Zeiten. Der Mont Blanc, der höchste Berg Europas. Seine kilometerlangen Tunnel durchqueren fast 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Im März 1999 kommt es hier zu einem Inferno. Das folgenschwerste Tunnelunglück Europas. Bei seiner Eröffnung 1965 wurde die Strecke durch den Mont Blanc als technische Meisterleistung gefeiert. Die Ermittler rätseln, wie konnte es zur Katastrophe kommen? 24. März 1999. Eine aus dem Seitenfenster geworfene Zigarettenkippe gerät in den Luftfilter eines LKWs. Als der Fahrer Rauch bemerkt, stoppt er, verursacht einen Stau. Der LKW-Fahrer rettet sich auf die italienische Seite des Tunnels. Seine Ladung, Margarine und Mehl, geht in Flammen auf. Das Lüftungssystem, das eigentlich Abgase absaugen soll, wirkt wie ein Blasebalg, facht den Brand weiter an. Panik bricht aus, Autofahrer versuchen zu wenden, blockieren sich gegenseitig. Sie sitzen in der Falle. Ebenso fatal, im Tunnel fehlen feuergeschützte Rettungswege. Temperaturen von über 1000 Grad Celsius lassen sogar den Beton bersten. Im Kampf gegen giftige Rauchgase versuchen Feuerwehrleute zu helfen, bis zur Erschöpfung. Die traurige Folge der Fahrlässigkeit eines Verkehrsteilnehmers und der Sicherheitsmängel am Mont Blanc: 39 Tote. Kaum 2 Jahre später kommt es im Schweizer Gotthardtunnel zu einem schweren Brandunglück. Wieder wirkte das Lüftungssystem als Brandbeschleuniger. 11 Menschen kommen im Tunnel zu Tode. Wurden keine Lehren aus dem Unglück vom Mont Blanc gezogen? April 2001. Ein angetrunkener LKW-Fahrer gerät im Gotthardtunnel auf die Gegenspur. Ein Lastwagen vor mir, der schlingerte. Dann kam er auf mich zu. Ich habe versucht auszuweichen, aber die Wagen sind zusammengestoßen und viele Autos sind aufgefahren. Aus einem der Lastkraftwagen läuft Treibstoff aus. Ein Funke zündet das Diesel-Luft-Gemisch. Sekunden später stehen beide Fahrzeuge in Flammen. Panik bricht aus. Es war auf einmal ganz viel Rauch da. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich bin ein Stück zurückgefahren, soweit es ging. Alle haben das versucht. Dann bin ich aus dem Auto raus und habe mich zum Notausgang vorgetastet. Marco Frischknecht hat Glück. Anders als am Mont Blanc verfügt der Gotthardtunnel über einen Rettungsstollen, der giftige Brandgase abhält. Für eine schnelle Flucht aber ist die Röhre zu schmal. Nicht alle schaffen den Weg nach draußen. Bei beiden Tunnelbränden wurde als Ursache ermittelt: fahrlässiges Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen verschlimmerten das Ausmaß der Katastrophe. Erst danach wurden Lüftungssysteme, Löschanlagen, Fluchtwege und die Überwachung verbessert. Doch jüngere Tests belegen, die Unterschiede der Sicherheitsstandards in den Tunneln Europas ist nach wie vor groß. Vor allem dort, wo es bereits zu tragischen Unfällen kam, wird in mehr Sicherheit investiert. Das Risiko aber bleibt. Sie gilt als Mythos der Luftfahrt. Das Überschallflugzeug Concorde, anfangs als Königin der Lüfte, gefeiert. Am 25. Juli 2000 verunglückt eine Concorde kurz nach dem Start. Es ist eine der tragischsten Flugzeugabstürze der Geschichte. Das Concorde-Projekt beginnt im Jahr 1962 mit einem verwegenen Plan.
Frankreich und Großbritannien wollen gemeinsam ein Überschallflugzeug bauen, das Passagiere in nur 3 Stunden von Paris nach New York fliegt. Der Treibstoffverbrauch der Concorde ist enorm. Durch die Ölkrisen der 70er Jahre ist sie bereits bei Inbetriebnahme 1976 unrentabel. So dient der Überschallflieger vor allem als Statussymbol. Der 25. Juli 2000. Ein Lkw-Fahrer ist unterwegs nahe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle. Zufällig filmt er eine brennende Concorde kurz nach dem Start. Wenige Sekunden später stürzt das Flugzeug ab. Die Trümmer eines Techniktraums. Angehörige der Passagiere bangen bis zuletzt um deren Schicksal. Wir haben uns auch hier versammelt, haben telefoniert bis ca. 22 Uhr. Wir wussten dann noch, dass handschriftliche Listen existieren, auf denen meine Eltern standen und hatten eigentlich schon, wussten wir schon, sie sind auf dem Flug, aber wir wollten es nicht wahrhaben. Alle 109 Passagiere sterben in dem Inferno, darunter viele Deutsche. Wie konnte es dazu kommen? Mühsam rekonstruieren Experten den Unfallhergang. Die offizielle Theorie: Beim Start der Concorde habe ein scharfes Metallteil auf der Rollbahn eine fatale Kettenreaktion ausgelöst. Ein Flugzeugreifen wurde aufgeschlitzt, Reifenteile an die Tragfläche geschleudert. Dabei entstand ein Leck im Treibstofftank. Spätestens jetzt war die Concorde verloren. Ein Funke entzündet austretendes Kerosin. Das Ganze sei in nur 60 Sekunden geschehen. Auf diesem Parkplatz schlug die Concorde auf, brachte wirklich ein kleines Metallteil den großen Mythos zu Fall. Kritiker des offiziellen Gutachtens halten dagegen, fehlerhafte Wartungsarbeiten am Tank hätten den Unfall verschuldet. Im Streit um die Ursachen geht es auch um die Frage, wer muss die Entschädigungen zahlen? Concorde-Betreiber Air France wegen angeblicher Wartungsfehler oder die US-Fluglinie Continental Airways, von deren Maschine das Metallteil auf die Rollbahn gelangt sein soll? Jahrelang wird zur Schuldfrage ermittelt. In erster Instanz entscheidet ein Pariser Gericht 2010, Continental Airways trage die strafrechtliche Verantwortung. Ihr Metallteil habe die Concorde zu Fall gebracht. Wenn es reicht, dass ein Stück Metall auf der Piste eine Maschine abstürzen lässt, können wir den Luftverkehr einstellen. 2 Jahre später spricht ein Berufungsgericht die US-Fluglinie von jeder strafrechtlichen Schuld frei. Continental Airways, so das Gericht, müsse aber zivilrechtlich Verantwortung übernehmen, mit einem Schadensersatz von rund 1,3 Millionen Euro. Die Akte Concorde zeigt, dass modernste Hochtechnologie Risiken nicht ausschließt. Und die Frage der Haftung bei Katastrophen oft nicht eindeutig zu klären ist. Das Nachsehen haben die Angehörigen der Opfer. Eine der größten Ölkatastrophen der Weltgeschichte. Ausgelöst durch eine Explosion auf der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010. Ein gigantischer Ölteppich verseucht tausende Quadratkilometer der Küstenregion. Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Ölbohrungen am Golf von Mexiko. Die Suche nach dem schwarzen Gold dringt in immer extremere Tiefen vor. 20. April 2010. Ein langes Stahlrohr verbindet die Plattform mit dem Bohrloch. Über 4000 Meter unter der Meeresoberfläche. Eine Exploration des US-Energiemultis BP, der hofft, neue Ölfelder zu erschließen. Kurz vor Abschluss der Bohrung kommt es zum Zwischenfall. Eine Fontäne aus Bohrschlamm, Erdgas und Öl schießt an die Luft. Das Gemisch explodiert. Brennendes Rohöl schießt hunderte Meter in den Himmel. Die Bohrplattform steht in Flammen. Ich hörte die erste Explosion und sprang aus dem Bett. Als ich noch überlegte, was das war, kam schon die zweite Explosion.
Ich hatte nur noch Todesangst. 36 Stunden brennt die Plattform, bis sie versinkt. 11 Menschen sterben. Aus dem gebrochenen Förderrohr schießt Öl. Sind Bohrungen in solcher Tiefe überhaupt beherrschbar? Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Der US-Kongress prüft Vorwürfe, es habe schon Wochen vor der Explosion klare Warnzeichen gegeben. Der BP-Konzern und die Plattformbetreiber müssen sich erklären. Der Hauptvorwurf? Etwa 3 Wochen vor der Explosion bemerkte ein Techniker, dass eine Gummidichtung am Förderrohr defekt war. Dichtungsreste wurden nach oben gespült. Durch diese undichte Stelle kam später das Gas. Der Vorfall wurde nicht geprüft. Und die Pläne für den Notfall waren unzureichend. Viele Versuche waren vergeblich, das Loch mit dem ausströmenden Öl am Meeresboden zu verschließen. Weder eine Absaugglocke noch das Einpumpen von Spezialschlamm bringen den Erfolg. Erst am 6. August, über 3 Monate nach der Katastrophe, gelingt die endgültige Versiegelung durch einen Zementverschluss. Auf diese Katastrophe folgt die nächste. Die Verseuchung der Umwelt, ein gewaltiger Ölteppich entsteht. Am Ende sind 800 Millionen Liter Rohöl ins Meer geströmt. Die größte Ölpest aller Zeiten. Die Helden der Katastrophe sind die Helfer, die versuchen, die Küsten von der schwarzen Pest zu befreien. Hunderttausende Tiere verenden qualvoll. Und das ist erst der Anfang. Wenn das Plankton betroffen ist, werden diese Tiere erst einmal hungern, nicht sofort sterben, denn sie haben Energiereserven. Es dauert einige Monate. Erst dann sehen wir, was das Öl mit den Korallen anrichtet. Sofort sieht man das nicht. Folgeschäden sind nicht nur auf dem Meer zu spüren. Mehr als 1000 Kilometer US-Küste werden verschmutzt. Für viele Fischer wird die Katastrophe zum Verhängnis. Auch die Marinos im Mississippi-Delta sind betroffen. Also diese Krebse kommen aus dem Golf von Mexiko. Ob sie durch Öl gewandert sind oder sind sie in Ordnung, man weiß es nicht. Das wahre Ausmaß des Unglücks ist immer noch nicht abzusehen. Die Frage bleibt, ob Bohrungen in großen Tiefen überhaupt beherrschbar sind. Fischerei, Tourismus und das gesamte Ökosystem am Golf von Mexiko sind nachhaltig geschädigt. Für Generationen. Die Reihe der Technikkatastrophen zeigt, immer wieder verdrängt Technikglaube das Bewusstsein für Risiken. Allzu häufig führt Profitgier zu Tragödien und Opfern. Oft muss erst ein Unglück geschehen, damit Technik sicherer wird. Tapfere Helfer riskieren dabei ihr Leben. Nur durch ihren Einsatz gelingt es manchmal, das Schlimmste abzuwenden. Bei der Landung verbrennt die Hindenburg in einem Flammeninferno. 36 Menschen sterben. Ihr Name steht für das größte Zeppelin-Unglück aller Zeiten. Die Untersuchung der Unfallursache wird erschwert durch die weltpolitische Lage. Ein Zeppelin aus Nazi-Deutschland abgestürzt in den USA. Gerüchte und Verschwörungstheorien machen die Runde. War es ein Blitzschlag, Sabotage oder gar eine Bombe? 2 Tage vor dem Unglück. 36 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder gehen in Deutschland an Bord. Die Hindenburg ist ein fliegender Luxusliner. Der fantastische Ausblick ist kostspielig. Rund 1.800 Reichsmark kostete das einfache Ticket für den Flug in die USA. Für diese Summe musste ein Arbeiter damals etwa 10 Monate lang arbeiten. Dafür bietet die Hindenburg auf der Überfahrt viele Annehmlichkeiten. Die Konstrukteure aus dem Nazireich mussten leicht entzündlichen Wasserstoff als Trägergas verwenden. Unbrennbares Helium gab es nur in den USA.
Die Einfuhr nach Deutschland war wegen eines Handelsembargos verboten. Die NS-Führung wollte die Landung der Hindenburg in New York propagandistisch ausschlachten. Auf dem Flug durchquert der Zeppelin eine Gewitterfront. War dies die Ursache für das Inferno? Noch 14 Minuten bis zur Katastrophe. Kein Mensch, weder ein Besatzungsmitglied noch ein Passagier, ist jemals irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass da was passieren kann. Knapp 11 Minuten vor dem Unglück. Durch ein abruptes Manöver reißt ein Draht in der Verspannung des Zeppelins, verletzt eine innere Gaszelle. Wasserstoff entweicht und bildet mit der Luft ein zündfähiges Gemisch. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, das war ein Riesenknall und eine starke Erschütterung im Schiff. Noch 8 Minuten. Die Landung in New York steht unmittelbar bevor. Ankerleinen werden geworfen. Nass vom Regen können sie Strom leiten. Das Metallgerippe des Zeppelins ist vom Gewitter noch elektrisch geladen. Funken entzünden das Gasgemisch. In wenigen Sekunden brennen 200.000 Kubikmeter Wasserstoff. Menschen, die auf die Passagiere warteten, haben nur geschrien: Mein Gott, schaut auf das Schiff. Ein Radioreporter berichtet live vom Ort des Unglücks. Augenzeugen können den Anblick nicht vergessen. Es war wirklich schrecklich. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie da überhaupt jemand lebend rauskommen konnte aus den Flammen. Wie durch ein Wunder können sich 62 Menschen aus den Flammen retten. Die NS-Führung ordnet für die verunglückten Deutschen ein Staatsbegräbnis an. Die Hindenburg-Katastrophe beendet auch die Ära der Passagierluftschiffe. Verbleibende Zeppeline dienen nur noch der Selbstdarstellung des Regimes. Das Schicksal der Hindenburg zeigt, wie ein Regime um des Prestiges willen technische Risiken verkennt und damit das Leben von Menschen aufs Spiel setzt. Eine Pflanzenschutzmittelfabrik in Bhopal, Indien. Am 3. Dezember 1984 ereignet sich hier der schlimmste Chemieunfall aller Zeiten. Über 20.000 Menschen sterben, 500.000 werden verletzt. Tödliches Gas überrascht sie im Schlaf. Lange Jahre kämpften Angehörige um Wiedergutmachung. In den Stunden nach dem Unglück ringen Ärzte um das Leben der Menschen, ohne zu wissen, was geschehen ist. Es stellt sich heraus, in einer Fabrik für Pflanzenschutzmittel der US-Firma Union Carbide gab es einen Störfall. Doch wie kam es zur Katastrophe? 3. Dezember 1984. Nach Betriebsschluss sollen einige Arbeiter während der Nachtschicht Rohrleitungen mit Wasser spülen. Einer begeht dabei einen verhängnisvollen Fehler. Als ein Angestellter eine Rohrspülung vornahm, war er nicht instruiert worden, dieses Stück Plastik, das kostet vielleicht nur 50 Euro, zwischen zwei Rohre zu schieben, damit das Wasser nicht in den großen Gastank floss. Kräfte. Besonders auf die Räder, sie verschleißen schnell. Für diese Schwachstelle hat die Bahn damals eine Lösung gesucht, die Kosten einsparen soll. Die ICEs fahren nicht mehr auf massiven Rädern aus einem Guss, sondern auf Radreifen, einem auf ein Innenrad gepressten Stahlring. Bei Verschleiß muss man nur den Ring austauschen, nicht das ganze Rad. 3. Juni 1998. Auf der Unglücksfahrt bricht am ersten Wagen ein solcher Radreifen, verkeilt sich im Fahrgestell. Als ein Riesenknall. Ich möchte fast gleichsetzen, es ist ähnlich wie eine Explosion. Da gab es plötzlich einen doch erheblichen Ruck, der durch den ganzen Zug ging. Zunächst fährt der ICE weiter.
bis der gebrochene Radring an einer Weiche hängen bleibt. Der erste Wagen wird aus dem Gleis gehebelt. Dann fing auch der Wagen an zu wanken. Und das war der Moment, wo mir ganz klar war, das war doch nicht harmlos, was da vorher passiert war. Dieser Zug würde entgleisen. Die nachfolgenden Wagen rammen eine Straßenbrücke. Die ersten Retter sind innerhalb weniger Minuten am Einsatzort. Was dort an der Unfallstelle in Eschede uns bot, das war überhaupt nicht mit Worten beschreibbar. Ich möchte sagen, mir hat es also zunächst die Sprache verschlagen. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Es war das absolute Chaos. Erst kurz zuvor hatten Techniker im Auftrag der Deutschen Bahn den Unglücks-ICE routinemäßig geprüft und eine Freigabe erteilt. Auch spätere Tests und ein Gerichtsverfahren können nicht eindeutig klären, ob die Bruchgefahr der Radreifen hätte erkannt werden müssen. Hat die Deutsche Bahn Lehren aus der Katastrophe von Eschede gezogen? Nach dem Unglück wird in mehr Sicherheit investiert, auch in ICE-Räder aus einem Guss. Eschede gilt bis heute als Mahnung, im Zweifel die sicherste und am besten zu beherrschende Technik zu wählen, auch wenn die Kosten zunächst höher liegen. Im Jahr 1986 gerät ein Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion außer Kontrolle. Bei keinem anderen Atomunfall wurde mehr Radioaktivität freigesetzt. So ist Tschernobyl bis heute die größte Nuklearkatastrophe aller Zeiten. In diese radioaktive Hölle schickte man Helfer mit Spezialanzügen, die nicht wirklich vor der Strahlung schützten. Wie konnte es zum atomaren GAU kommen? In einem Kernreaktor setzen kontrollierte Nuklearreaktionen Wärme frei, mit der wiederum Energie gewonnen wird. Sicherheitsmechanismen sollen die Kernreaktion kontrollieren. 26. April 1986. Das Unglück beginnt mit einem Sicherheitstest. Ein Ingenieursteam versetzt den Reaktor in einen instabilen Zustand, nur um ihn zu prüfen. Das Team ist unerfahren. Durch ein Missverständnis wird das System zur Notabschaltung zerstört. Zunächst bemerkt niemand, dass der Atomreaktor außer Kontrolle gerät. Die Leistung des Reaktors sank ab wie in jeder Nacht. Von einem Sicherheitstest wusste ich nichts. Ich habe in jener Nacht meine Arbeit wie immer gemacht. Alles schien normal. Um 1.23 Uhr morgens läuft der Reaktor heiß. Der Versuchsleiter drückt die Notabschaltung, doch vergebens. Die nukleare Reaktion wird immer heftiger. Es kommt zum atomaren GAU. Der Reaktor explodiert. Im Innern befindet sich Graphit. Das entzündet sich, erzeugt eine riesige Rauchwolke. So gelangen gewaltige Mengen radioaktiven Urans in die Atmosphäre. Rund 60 Tonnen Uran verteilen sich über die Welt. 1000 Mal mehr als bei der Hiroshima-Bombe von 1945. In der Umgebung des Kernkraftwerks kommen Militär und Polizei zum Einsatz. Ganze Orte werden evakuiert. Rund 340.000 Menschen verlieren ihre Heimat und vieles, das sie besaßen. Der Raum um Tschernobyl wird zur verseuchten Todeszone und zum Schauplatz menschlicher Tragödien. Was kann man schon mitnehmen in einem Koffer? Ein kleiner Koffer und drei Kinder. Ich habe Sachen für die Kinder hineingetan. Ich selbst bin in Kittel und Schlappen gegangen, so wie ich war. Sie müssen ihr Leben aufs Spiel setzen. Die Räumarbeiter, sogenannte Liquidatoren. Sie sorgen dafür, dass nicht noch mehr radioaktives Material in die Atmosphäre gelangt.
Niemand von uns war scharf darauf, das zu tun. Aber es war unser Beruf. Und wir wussten, uns bleibt nichts anderes übrig. Für viele der Helden von Tschernobyl ist die Strahlendosis tödlich. Zehntausende von Menschen haben an den Folgen zu leiden. Bei dem zweiten großen Reaktorunfall, dem Unglück im japanischen Fukushima, blieb die Kernschmelze aus. Weit weniger Radioaktivität wird freigesetzt. Bis heute ist Tschernobyl das Symbol für die Risiken der Atomkraft. Was hier im Oktober 2010 in Chile gefeiert wird, ist der glückliche Ausgang eines Grubenunglücks, dessen Bilder um die Welt gingen. Das Wunder von San José. Es beginnt am 5. August 2010. Ein Erdbeben erschüttert die Region. 33 Kumpel sind auf Schicht im Bergwerk von San José und sitzen in der Falle. Diese Mine besteht aus einem Tunnelsystem. Die ersten verlaufen zickzackförmig nach unten. In den Stollen dringt eine gewaltige Steinlawine. In dem Moment dachte ich, das ist das Ende. Über der Erde beginnt eine Suchaktion, die von Medien aus aller Welt begleitet wird. Immer mehr Angehörige versammeln sich am Unglücksort. Gibt es Überlebende? Genügt die vorhandene Technik, um die vermissten Bergleute zu retten? Etwa 700 Meter tief unter der Erde bangen 33 Kumpel um ihr Leben. Sie erreichen einen Notaufstieg, Hoffnung keimt auf. Doch man hatte versäumt, eine Rettungsleiter zu installieren. Die verschütteten Bergmänner ziehen sich zurück. In einen speziellen Schutzraum. Sie müssen damit rechnen, hier lange auszuharren. Als Essensreserven knapp werden und die Moral sinkt, appelliert Bergmann Mario Gomez an den Überlebenswillen der anderen. Man spürt nur die Leere im Magen, sonst nichts. Und wenn man nichts zu essen hat, muss man es eben aushalten. Mehrere Suchbohrungen schlagen fehl. Am Tag 17 nach dem Unglück kommt wieder eine Bohrsonde aus der Tiefe. An ihr hängt ein kleiner Zettel, ein Lebenszeichen der 33 Verschütteten. Erste Bergungsversuche schlagen fehl. Ein Bohrkopf für die Rettungskapsel zerbricht an den Steinmassen. Für die Eingeschlossenen wird das Warten zur Zerreißprobe. Sie filmen sich mit einer Kamera, die mit der Sonde hinuntergebracht wurde. Mario Sepulveda, der jüngste von ihnen, versucht, die angespannte Stimmung zu heben. Tag 69 nach dem Einsturz. Die Bohrung für die Rettungskapsel ist erfolgreich. Wie mit einem Fahrstuhl werden die Bergmänner aus der Tiefe nach oben gezogen. Wo ihre Angehörigen seit Wochen ausharren. Ich spürte den Boden nicht. Ich bin einfach nur gelaufen und habe nur sie gesehen. Nach 70 Tagen gelangen alle 33 Verschütteten wieder ans Tageslicht. Ihr Durchhaltewillen und das Können der Bergungsmannschaft wird von der Öffentlichkeit als Wunder von San José gefeiert. Kritische Stimmen zu Sicherheitsmängeln der Grube in der chilenischen Atacama-Wüste geraten dabei in den Hintergrund. Die schlimmsten Grubenunglücke der Welt geschehen meist fern der Kameras in China. Tausende Bergmänner verloren dort ihr Leben. Wie katastrophale Folgen von Sicherheitsmängeln durch unermüdlichen Einsatz mutiger Helfer abgewendet werden können, dafür ist das Wunder von San José ein historisches Beispiel.
Die Hindenburg. Damals das größte Luftschiff der Welt. Im Mai 1937 beim Anflug auf New York. Die größten Technikkatastrophen. Versagt die Technik oder der Mensch? Was lehren uns die schlimmsten Unfälle? Ist der rasante Fortschritt noch beherrschbar? Wer sind die Opfer? Wer die Helden? Die größten Technikkatastrophen. Seit über 100 Jahren liegt auf dem Grund des Atlantiks das wohl berühmteste Schiffswrack der Welt, die Titanic. Ein Eisberg wurde ihr zum Schicksal. Über 1500 Menschen riss sie mit in die Tiefe. Bis heute gilt ihr Untergang als eines der größten Schiffsunglücke der Geschichte. 10. April 1912. Die Titanic bricht zur Jungfernfahrt nach Amerika auf. Damals ist sie das größte Schiff der Welt. An Bord über 2200 Menschen. Unter ihnen das Who is Who des frühen 20. Jahrhunderts. Für Zeitgenossen ist der Luxusliner von einem besonderen Mythos umgeben. Die damalige Vorstellung war, dass die Titanic unsinkbar sei. Sie wurde gebaut, um die Natur und damit Gott zu übertreffen. Das Kommando über die angeblich Unsinkbare hat Kapitän Edward John Smith. Für den erfahrenen Schiffsführer soll die Atlantikfahrt der Titanic Höhepunkt seiner Karriere sein. Der Gigant aus 53.000 Tonnen Stahl nimmt Kurs auf New York. Zunächst verläuft die Reise völlig reibungslos. Die Passagiere der ersten Klasse lassen sich verwöhnen in eleganten Speisesälen und auf dem Promenadendeck. Dann werden Eisberge auf der Route gemeldet. Bei den Funkern der Titanic gehen mehrere Warnungen ein. Doch die Maschinen werden nicht gedrosselt. Kapitän Smith lässt sie weiter volle Kraft gen Westen laufen. Setzt er auf Risiko, weil er das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung erringen will? Oder hält auch der Kapitän die Titanic für unsinkbar? Der Schiffskörper ist eine neuartige Konstruktion. Trennwände sollen verhindern, dass ein Wassereinbruch das gesamte Schiff flutet. Wiegt die neue Technik Kapitän Smith in falscher Sicherheit? Um das blaue Band kann es ihm nicht gegangen sein, denn der Luxusliner ist nicht auf Rekorde ausgelegt. In der Schicksalsnacht des 14. April fehlt es auch an Suchscheinwerfern. Mit bloßem Auge erkennt der Ausguck die drohende Gefahr. Zu spät. Alle Maschinen stoppen! Alle Maschinen stoppen! Der Stahlkoloss ist nicht dafür geschaffen, schnell seinen Kurs zu ändern. Es kommt zur Kollision. Die Ventile öffnen! Über 6000 Liter Wasser pro Sekunde strömen in das Schiff. Der Eisberg schlitzt die Titanic längsseits auf. Auch wenn sich die Kammern schließen, große Teile des Schiffes werden geflutet. Zu lang ist der Riss. Als mein Vater erfuhr, was passiert war, sagte er zu meiner Mutter: Hol die Kinder schnell aus dem Bett und bring sie an Deck. Die nächste Katastrophe. Nicht an Luxus, aber an Rettungsbooten hat die Reederei gespart. Die Evakuierung der Passagiere wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Nur den Heizern ist es zu verdanken, dass die Stromversorgung während der Rettungsmaßnahmen aufrechterhalten wird. Ein Einsatz, den fast alle von ihnen mit dem Leben bezahlen. Die Titanic sinkt in knapp 3 Stunden und wird zum Grab für über 1500 Menschen. Nur rund 700 können gerettet werden. Andere Schiffsunglücke der Geschichte haben mehr Todesopfer gefordert. Doch der Mythos der Unsinkbarkeit und die Aura von Luxus
machten die Titanic zum historischen Symbol eines trügerischen Technikglaubens. Am 28. Januar 1986 zerplatzt ein amerikanischer Traum. Das Space Shuttle Challenger explodiert wenige Sekunden nach dem Start. Vor den Augen der Welt verlieren alle Besatzungsmitglieder ihr Leben. Der Absturz der Challenger gilt als die größte Raumfahrtkatastrophe aller Zeiten. Die Welt sah, dass wir an diesem Tag Astronauten verloren hatten. Aber wir verloren viel mehr. Wir verloren unsere Ehemänner und Frauen, Söhne und Töchter, Mütter und Väter. Sie waren viel mehr als Astronauten. Neben 6 Berufsastronauten wurde auch sie in den Tod gerissen. Die Grundschullehrerin Krista McAuliffe. Durch sie sollte der Shuttleflug zu einer ganz besonderen Mission werden. Die erste Lehrerin, die aus dem Weltall unterrichtet. In nur 6 Monaten bildete die NASA McAuliffe zur Astronautin aus. Krista war immer sehr abenteuerlustig und sie wollte Neues ausprobieren. Sie glaubte, dass das Weltall uns viel lehren kann. Sie wollte die Kinder dafür begeistern. Und als Lehrerin dachte sie, das sei ein toller Weg dazu. Filmaufnahmen der US-Raumfahrtbehörde, die glauben lassen, ein Shuttleflug ins All sei Routine, wie eine Reise mit dem Flugzeug. Man hatte durch die 2 Dutzend erfolgreiche Flüge des Shuttles in der Öffentlichkeit den Eindruck gewonnen, dass die Raumfahrt ein Kinderspiel ist. Doch bei den Vorbereitungen für den 25. Flug eines US-Space-Shuttles häufen sich technische Probleme. Der Countdown zum Start der Challenger wird mehrmals abgebrochen. Einige Verantwortliche wollen sogar noch weitergehen. Ich wollte den Start aufhalten wegen des kalten Wetters. Schließlich war ich verantwortlich für die Dichtung der Raketen. Trotz aller Warnungen, der Countdown läuft. Andere Ingenieure hatten den Start empfohlen, wohl aus Prestigegründen. War die Tragödie also vermeidbar? Am 28. Januar 1986 ist die Startrampe stark vereist. Dichtungsringe am Shuttle sind durch die Kälte porös geworden. Noch 1:13 bis zur Katastrophe. An den defekten Dichtungen treten heiße Gase aus. Noch 13 Sekunden bis zur Explosion. Ein Luftstrom erfasst das Shuttle. Eine Dichtung bricht. Aus einer Treibrakete schlagen Flammen, brennen sich durch den Tank. Flüssiger Wasser und Sauerstoff entweichen. Rund 2 Millionen Liter Treibstoff explodieren. So wird ein einzelner Dichtungsring, ein Bauteil für nur wenige Cent, zum Auslöser der Katastrophe. Dem Erfolgsdruck und den Sparmaßnahmen fiel die Sicherheit der Astronauten zum Opfer. Das Shuttle-Programm der NASA pausiert für 2 Jahre. Nach dem Absturz der Columbia, 27 Jahre später, werden alle Shuttle-Missionen beendet. Die USA hatten ihre Führungsrolle in der bemannten Raumfahrt behaupten wollen. Doch am Ende war der Preis zu hoch. Bilder, die in Erinnerung bleiben. Im Jahr 1998 zerschellt der ICE Wilhelm Röntgen bei Eschede in Norddeutschland. Über 100 Menschen sterben. Es ist eines der schwersten Zugunglücke der Geschichte. Den Rettern bietet sich ein Bild unbeschreiblichen Grauens. Bei Tempo 200 war der Schnellzug entgleist. Dass diese Katastrophe überhaupt jemand überleben konnte, erscheint wie ein Wunder. Ich hatte das Gefühl, ich liege auf jemanden drauf. War nur so halb bei Bewusstsein, hatte den ganzen Mund voll Glasscherben, konnte mich überhaupt nicht bewegen.
und habe jetzt nur gedacht, jetzt nicht bewusstlos werden und warten, bis jemand kommt. Die Ursache des Unglücks ist zunächst unklar. ICE-Züge galten bis dahin als sicher. Was war auf der Strecke geschehen? Am Morgen des 3. Juni 1998 verlässt der ICE München. Um 12 Uhr soll er Hamburg erreichen. Doch nahe Eschede entgleist der Zug. Die Helden dieser Stunden, über 3000 Helfer. Notärzte, Feuerwehrmänner und Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen können über 190 Passagiere aus den Trümmern retten. Viele davon sind schwer verletzt. Das Ausmaß des Schreckens bringt selbst erfahrene Retter an ihre Grenzen. Allen, die dort vor Ort waren, geht vieles durch den Kopf. Sie werden also eine ganze Weile damit zu tun haben, das aufzuarbeiten. Ja. Man kann während des Einsatzes, während man arbeitet, nicht über die Schicksale nachdenken. Warum aber ist der Zug entgleist? Durch die hohe Geschwindigkeit wirken auf alle Teile eines ICE gewaltige Kräfte.